Da ist er doch. Wir teilen uns hier in zwei Gruppen. Hoheit, bitte geht alleine weiter. Der General wartet auf euch. Ich starte mit Gladiolus und den anderen ein Ablenkungsmanöver. Und wieder bewegst du nicht deine Lippen. Ich soll alleine mit Cor weiter, okay? Gut, machen wir das mal. Okay, bis dann. Mach uns stolz, Kumpel. Wir erledigen unseren Teil. Gut, wirst du mal Bescheid. Hat der ein blaues Auge oder was? Da ist der Chor. Wir nutzen die Verwirrung und fallen dem Gegner in den Rücken. Wir kesseln ihn ein und machen kurzen Prozess. Und wieder bewegt er nicht die Lippen. Was ist denn kaputt an dem Spiel? So. Da ist was, was wir aufheben können. Das nehmen wir mal mit. Super Trunk! Super! So. Alles tot. Ein König kämpft mit Würde. Aber sicher doch. Warte, noch ein. Dann mach ich alles hier alleine. Wo ist der Chor? Wenn du hier bist, ist das alles ein Kinderspiel. Gewöhn dich nicht daran. Es kann gut sein, dass du schon bald wieder ohne mich auskommen musst. Komm ich doch jetzt. Ich muss also selbst stärker werden. Da oben! Okay! Ich muss noch da bleiben. So. Und nix? Ah, da liegt wieder was. Sehr schön. Die anderen da draußen alleine klar. Super Elixier. Ja, ja, schon kapiert. Alter, mach das Tier auf. Alter. Mann. Die blöde Schafe weg. Das war ja einfach. Naja. Mit Probleme wärst du eine Gefahr für die ganze Gruppe. Das hätte ich sogar alleine geschafft. Noctis, pass auf, dass du nicht zu selbstgefällig wirst. So, ich muss mal irgendwas anders machen. Einstellung, Musik, Audio. mach mal eben ein bisschen die Musik leiser. Weil, wenn ich kämpfe, habe ich das so dermaßen auf den Ohren. Das ist echt der Hammer. Machen wir mal ein bisschen runter.
Hintergrundmusik. Soundeffekte machen wir ein bisschen auf 65. Stimmen lassen wir auf 100 und Musikgeräte machen wir auch so 65. Dann machen wir das hier auf 60, dann ist das immer noch laut genug. Es tut nämlich auf den Ohren langsam weh. Das ist schon wieder was. Was? Muskelstähler, okay. Nacht! Und der General. Seid ihr unverletzt? Ja, bei euch auch alles okay? Na klar, was denkst du denn? Wir sind schließlich Profis. Euer Ablenkungsmanöver war ein voller Erfolg. Naja, nicht ganz. Wir kriegen jetzt Besuch. Nicht bewegen! Stehen bleiben! Der alte Kur. Dachte, du liegst unter den Trümmern der Zitadelle. Bist du es denn nicht leid, der Unsterbliche zu sein? Diese Legende wird heute enden! Der erste Bossfight, meine Damen und Herren. Damit schließen wir heute ab. Gladio, gib alles. Ja, sieht nicht aus, als könnte ich mich ausholen. Wow. Noch bei ihm. Alles in Ordnung, Konto? Wie ist das möglich? Muss wohl alles geben. Evans, kümmere dich um Nord. Zu Befehl, General. Ich muss aber die Scharfschützen aufhalten. Da haben wir aufladen. Ja, und dann brauchen wir den da. Scheiße. Einmal noch was. Tut mir leid. Sauber, Gladio. Aua, schon wieder. Hier noch ein Elixier. Alter, schon wieder. Unmöglich. Mein Leben. Ich will heim. Alter, schon wieder. Wir müssen die Füße ab. Wir müssen die Füße loswerden. Schon wieder! Alter, wie... Danke. Ich muss mal irgendwie Stase-Ding finden. Ey, wieso ist denn kein Stase hier? Ja.
Und mein Pokal. Lang lebe das Imperium! Hier! Hier! Hervorragend! Okay. Sehr gut. Eure Fähigkeiten sind mehr als zufriedenstellend. Und schon wieder keine Lippenbewegung. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ein Glück. Ich werde meine Beobachtungen des Imperiums fortsetzen. Wir hören voneinander. Okay. Ahnenforschung. Die Welt hier draußen ist echt ganz schön unerbittlich. Ja, und weitläufig. Es gibt viel zu tun. Das kannst du laut sagen. Wir haben noch viel vor uns. Ja. Oh. Damit haben wir die Kriegserklärung durch. Damit ist das Kapitel 2 beendet. Oh, das ist ein schönes Bild. Das speichern wir ab. Da war das. Nö. 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 Ja. Weil das schon wieder irgendwie interessanter aussieht. Das sieht cool aus. Da sieht man wieder, dass ich wieder von diesen Scheißdingen da getroffen worden bin. Scheiß Trampelvieh. War als Leere. So. Kapitel 3. Die Welt des Imperiums ist ein mächtiger Feind und Noctis hat einen langen Weg vor sich. Wenn er den Kristall zurückerobern will, auf der Suche nach der Kraft der alten Könige brechen die vier Freunde in eine weite Welt voller unbekannter Wagnisse auf. Der Prinz konnte also entkommen. Was ist mit dem Ring? Der Ring ist bei Luna Freya. Finde und töte sie. Beide. Nur auf den Ring kommt es an. Aber der Tod ist so endgültig, Eure Exzellenz. Wie ihr wisst, besitzen die Götter große Macht. Und die Kanagi ist es, die diese unbeschreibliche Kraft an den König weitergeben kann. Lebend wäre sie ein gutes Forschungsobjekt. Was meint ihr, Oberkommandant Ravus? Was ist? Als Befehlshaber liegt die Entscheidung doch bei euch. Oder etwa nicht? Na gut, doch erst einmal müssen wir die beiden aufspüren. Ich werde nicht ruhen, bis die Kanagi und der Prinz in meiner Gewalt sind. Der Kristall. Ich sehe sein Licht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mit Vollgas raus in die weite Welt! Endlich können wir diese Einöde hinter uns lassen. Die nächsten Regionen sind viel weitläufiger als Lied. Ehrlich? Gibt es irgendwelche berühmte Orte? Zunächst erreichen wir Daskar, berühmt für sein Sumpfland. Na toll, ein Sumpf. Es gibt auch einen Wald mit Chocobos. Oh, Chocobos! Hinter Daskar liegt die Region Klain. Die größte Stadt dort ist Listalum. Ist das nicht die Stadt, die Eris ansteuert? Ja. Mittlerweile müsste sie dort angekommen sein. Die Stadt floriert dank der Kraft des Meteors. Der aus der Legende? Ja. Die Leute nutzen seine Hitze zur Energiegewinnung. Wow, ziemlich abgefahren. Ja, die Welt ist groß und abgefahren. Es wird eine lange Fahrt. Wir sollten den Wagen besser volltanken. Mhm. So, da sind wir auch schon. Mittlerweile sind wir lange genug hier draußen unterwegs. Noct,
Wenn du mal fahren möchtest, sag einfach Bescheid. Okay, du kannst jetzt im manuellen Modus ab sofort selber den Regal fahren. Tüdü, okay. So, aber erstmal müssen wir tanken. Wie, wo, was? Wieso kann ich hier nicht tanken? Oh, Telefon. Telefon. Hallo? Noct? Iris? Du bist es! Bin ich froh, dich zu hören. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben es nach Lestalum geschafft. Und eine Unterkunft haben wir auch. Also, sag Bescheid, wenn ihr kommt. Dann können wir uns treffen. Ja, ich melde mich. Bis dann. Familienbande. War das Iris? Um ihren Bruder hatte sie keine Angst? Warum auch? Du wurdest schließlich nicht in allen Zeitungen für tot erklärt. Und was ist mit mir? Hat sie nach mir gefragt? Kommt doch. Habt ihr das Schild da gesehen? Lasst uns Chocobos angucken. Hey, schon vergessen, dass wir nach Lestalum müssen? Ach, kommt schon. Der kleine Umweg. Na klar. Chocobos. Ich mag Chocobos. Ah ja. Ich will auch die Chocobos sehen. Hurra! So. Als erstes tun wir noch tanken und dann sagen wir auf Wiedersehen. So, einmal tanken. Hier müssen wir es selbst machen. Kostet ja keine Welt. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir machen hier an der Stelle Feierabend. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Final Fantasy 15 auf YouTube. Natürlich auch auf Twitch, weil es immer live ist. Aber dann sehen wir uns auf YouTube auch natürlich wieder. Und ich freue mich, wenn ihr ein paar Kommentare hinterlasst, wie euch das bisher gefallen hat und ob ihr mehr sehen möchtet. Sollen wir nur die Hauptstory machen? Sollen wir die Nebenquests alle mitmachen? Sollen wir auch die Welt erkunden gehen? Und so weiter und so fort. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Daumen auch runter, wenn euch nicht gefällt hat. Aber trotzdem einen Kommentar schreiben. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.